Also, der letzte Beitrag für heute nach 12-stündigem Gebet. Ich war wieder bei 13 steirischen Wallfahrtsorten. Ich bin sehr, sehr müde. Ist eine Antwort, eine kurze an die Stefanelis nach Deutschland, die mir diesen Beitrag schickt. Und ich hoffe, dass sie das wirklich von Herzen sagt. Dona nobis patrum. Also spende uns den Frieden. Und sie hat gesagt, gib uns Frieden. Diese Dame hat aus sehr massivem Stahl, also sehr massiv, das muss so etwa 8 oder 10 oder 12 oder 14 cm dick sein, Hände herausgeschnitten, und ich habe drunter als Kommentar geschrieben, das Herausschweißen von Gestalten aus oder Gliedmaßen aus sehr massivem Stahl, das obliegt der Autorität der Männerhand. Niemals war das erzfarbende Kunsthandwerk in den Händen der Frau, auch nicht die Teufelsaustreibung und die Nahtodinterpretation. Auch nicht alle anderen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften und die Hochtechnologie. Heute haben wir einen Wendepunkt. Ich hoffe, Friedensspenden wird ernst genommen von dir. Mich hat es alle Nachkommen gekostet. Also, aber diese Dame hat nicht nur diese Hände rausgeschweißt, sondern auch viel von diesen anderen Dingen gesprochen. Einmal als Physikerin, dann als Entwicklerin, Softwareentwicklerin. Dann hat sie von Teufelsaustreibung gesprochen und alles, was eigentlich den Männern über Jahrtausenden vorbehalten war, Religion und alles. Und sie hat alles in ihren Händen, sogar das Schweißen von dicken, also 14 cm dicken Ding, hat sie alles selbst gemacht, steht unten. Und dann schreibt sie wieder Dona nobis pacem. Und ich sagte heute, ich habe schwere Phantomschmerzen heute gehabt, weil der Wetterumschwung so war, dass ich spürte, dort, wo ich zum Beispiel durch Gewaltwechsel oder durch Sportunfälle eine Versehrung am Leib hatte, hat mir das wehgetan. Und dann habe ich ein Wortspiel mit einem Mann gemacht, der im Rollstuhl versucht hat, jetzt gerade vor 10 Minuten, als ich noch unten war beim Fluss, einen Spaziergang zu machen, abendlichen, mit dem. Der hat mich daran erinnert, also Phantomschmerzen. Und da sagten wir gerade unter uns, in unserem Eichfeld und in dem steirisch-märkischen Raum, da haben viele Männer Phantomschmerzen. Nämlich sie trauern um all ihre Nachkommen. Verstehst? Das heißt, das ist noch ein größeres Weh, ein größerer Schmerz, verstehst? Als wenn man die durch einen Schusswechsel oder durch Granatsplitter oder sonst Bomben die Gliedmaßen verloren hat oder wenn man Mahlzähne verloren hat. Das kann manchmal schmerzen, weil da das Nervensystem, das Kostüm, das Zentralnervensystem noch eingeprägt hat, diese Funktionalitäten, obwohl der Körperteil fehlt sozusagen. Aber das Schmerzempfinden der Trauer, wenn deine Nachkommen vertilgt sind, irgendwo, oder wenn du dauernd unter solcher Gewalttätigkeit in Ghetto-Situationen lebst, wo halt nichts zustande kommt, das hat die Menschen, also die Männer, in den Tod getrieben, sehr viele. Selbstmord, schwere Depressionen. Komplett saturiert in Altersasylen, fertig gefahren, verstehst? Dona nobis pacem, von einer Frau, die aus 14 cm dickem Stahl alles schmiedet und alle Wissenschaften in ihren Alleinhänden hat und alle no Nachkommen und Enkelkind allein hat, aber die vergessen hat, diese Frau, die sagt, gib uns Frieden, dass wir Männer, Tausende und Abertausende, sehr demütig gebittet haben. Lass uns ein einziges Kind am Leben. Und das hast du nicht gelassen. Und dann dieses Dona nobis pacem, das könnte eigentlich nur ich zu ihr sagen, verstehst? Gib endlich Frieden, verstehst? Also, das ging halt für mich nicht mehr ehrlich. Wenn einer alles hat und ganz zum Schluss
wenn er nahe am Tod ist, sagt, er sucht um Frieden, wo er alles den anderen geraubt hat, verstehst? Und für 7 Generationen das Leben ausgerichtet hat, samt Nachkommen für 7 Generationen allein. Und dann, den er schlagen hat, bittet, gib mir Frieden. Das müsste ich, wir Männer, die einen Selbstmord und die ganzen Kinder, deren Blut im Himmel vergilbt ist, die müssten beten. Die müssten sagen, gib uns Frieden, Zeitgenössin, verstehst? Weil wir konnten nicht geboren werden. Wir konnten eben dir keinen Atemzug machen, verstehst? Das ist auch der Sache, die Sache. Da weiß man nicht, ist das höhnisch gemeint oder... Also wie gesagt, es ist nicht leicht. Diese Mutter hat heute 30 Enkelkinder hinter sich und viele Kinder, über 10 oder was. Aber es gibt viele Männer, die sagen, ich habe nicht eine Minute ein Kind, nicht ein Atemzug als machen dürfen. Und die potenziellen Mütter haben alles erschlagen und ermordet, verstehst? Und wir haben das nie erfahren. Und einer hat es 100-fach und der andere gar nichts. Einer kriegt von der Gesellschaft die tausendfältige, unverdiente Liebe, alle Tugenden rauf, das Blut in den Arsch gepudert und dem anderen wird alles ausgesaugt. Jeder Blutstropfen, wie von Vampiren. Und diese Ungerechtigkeit ist eine Hölle, verstehst? Und deshalb ist wichtig die Zielrichtung. Ein Pfeil hat eine Spitze, verstehst? Und eine Richtung. Und das darfst du nicht entstellen und missbrauchen. Das gefällt mir nicht. Da, schau, das ist ein Pfeil. Der hat hier eine Quelle und hier eine Richtung, eine Mündung. Und du, der Dona Bacem, gib Frieden, muss der demütige, mildgesinnte, eine starke Person bitten, verstehst? Also der mildgesinnte, Geschwächte, der Ausgeraubte, müsste dich bitten, gib endlich Frieden, damit du mir auch ein Kind lässt, wenn du schon 300 Enkel hast und 10 Nachkommen und 7 Männer oder 8, verstehst? Gib mir auch was. Einen Atemzug von einem Lebewesen. Und das kannst du nicht umdrehen. Du kannst nicht am Ende deines Lebens sagen, wenn du alle Geschöpfe allein gehabt hast, alles allein ins Gehirn gebuddert, dann sagst du zum Schluss zum Armen, zum Unterdrückten, der in den Selbstmord geschlittert ist, der schon tot ist in der Ahnenwelt, den du verdrängt hast, gib Frieden. Verstehst? Und das passt mir nicht. Weil du den Pfeil vergewaltigst, umbiegst, verstehst? Du kannst fragen die Gottheit, Gottheit, lass mich bitte jetzt in Frieden, wo ich so schwer versündigt bin, gegen den Nächsten, gegen das Blut des Nächsten. Das würde mir besser gefallen.